Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute zusammen Mathematik. Wir sind in der Geometrie unterwegs und heute schauen wir uns die Sache mit den Winkelpaaren an. So, Winkelpaare, das ist also irgendwas mit mindestens zwei Winkeln und da gibt es vier besondere. Es ist gar nicht schwierig und total praktisch, wenn man es weiß. Wir schauen uns an den Nebenwinkel, den Scheitelwinkel, den Stufenwinkel und den Wechselwinkel. Und in ein paar Minuten, da könnt ihr das. Und es lohnt sich, weil man kann sich ganz viel Arbeit sparen. Also, an die Arbeit. So, auf geht's. Wir beginnen mit dem Nebenwinkel. Nebenwinkel. So, super einfach. Muss man nur mal gehört haben. So, wir haben eine Gerade. Rums. Nennen wir sie G. Total egal. Und noch eine Gerade. H. So. Und dann haben wir hier den Winkel Alpha. Okay, können wir ihn ausmessen? Klar können wir das. Die 0 in den Ursprung, so, gegen den Uhrzeigersinn, so, genau anlegen. Und dann 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 110, 120, 130, so, 135, 138 Grad. Also ist Alpha gleich 138 Grad. Okay, und der Nebenwinkel von Alpha, von diesem Winkel hier, das ist dieser hier. Den können wir jetzt beispielsweise Beta nennen. So, den könnten wir jetzt ausmessen, aber wir können ihn auch berechnen. Da wir wissen, dass von G zu G, dass es das 180 Grad sind, können wir auch einfach rechnen, 180 Grad minus 138 Grad, also sprich Winkel Alpha, und dann wissen wir, aha, da bleiben 42 Grad über. Und dann wissen wir, Beta ist in diesem Fall 42 Grad. Das heißt, wir müssen nur einen messen und den zweiten Winkel, nämlich den Nebenwinkel, den können wir ausrechnen. Und natürlich kann man auch einfach nur B messen. Können wir auch mal eben machen. So, B. So, und dann seht ihr es, aha, 42 Grad, passt genau. Und dann Alpha ausrechnen. Also, es gibt immer einen Winkel, daneben gibt es den Nebenwinkel und beide Winkel zusammen ergeben immer 180 Grad. Das nennen wir Nebenwinkel. Als nächstes machen wir den Scheitelwinkel, beziehungsweise schauen wir uns den Scheitelwinkel an. Scheitelwinkel. So, wir haben wieder zwei Geraden. Nehmen wir mal wieder hier. So, hier nehmen wir G und ganz egal eigentlich, so, das hier ist H. Okay, so, und jetzt können wir mal eben kurz messen. So, so anlegen, aha, es sind da, also Alpha gleich 30 Grad. So, und der Scheitelwinkel besagt, wenn das hier 30 Grad sind, dann ist der gegenüberliegende Winkel, nennen wir ihn gerne Alpha Strich, auch 30 Grad. Braucht man gar nicht messen. Also, Scheitelwinkel ist der gegenüberliegende Winkel und der ist auch 30 Grad. Und wenn wir jetzt das Wissen vom Nebenwinkel anwenden, dann wissen wir, 180 minus 30, dann sind das hier 150 Grad. Und das hier sind auch 150 Grad. Und dann seht ihr, Scheitelwinkel, aber auch Nebenwinkel sind eine ganz, ganz praktische Sache, weil man eben viel, viel weniger messen muss, weil man das einfach ausrechnen kann. Und ihr wisst ja, alle vier Winkel zusammen müssen am Ende dann sowieso 360 Grad ergeben. Wir merken uns jetzt, Scheitelwinkel bedeutet, dass die gegenüberliegenden Winkel immer gleich sind. Und damit ist dann auch die entsprechende Gradzahl gleich. Also hier und hier, beziehungsweise auch hier und hier. Und das nennen wir Scheitelwinkel. Okay. Als nächstes schauen wir uns den Stufenwinkel an. Und das ist auch super einfach. Man muss es halt nur mal gesehen haben. Dieses Mal haben wir drei Graden. Nehmen wir mal hier G. Dann haben wir hier noch eine, nennen wir die, was weiß ich, H. Und jetzt eine quer. Und die nennen wir, wie auch immer, L. Total egal. So, und die Erkenntnis jetzt ist hier, dass dieser Winkel
Alpha, und ihr ahnt es schon, genauso groß ist wie dieser Winkel. Alpha oder Alpha Strich spielt keine Rolle. Wenn wir zwei Geraden haben, die parallel sind, die geschnitten wird von einer Geraden, dann sind beide Winkel gleich groß. Und weil die halt irgendwie ein bisschen wie eine Stufe aussehen, nennen wir das Stufenwinkel. Und dann ergibt sich daraus natürlich wieder, dass hier die Scheitelwinkel gleich sind und die gegenüberliegenden Winkel und so weiter. Das hier nennen wir Stufenwinkel. Zum Schluss machen wir noch den Wechselwinkel. So, Wechselwinkel. Auch eine ganz einfache, logische Sache, aber man muss es mal gesehen haben. So, zwei Geraden, 1 und 2, nennen wir sie G und H, und wieder eine, die durchkreuzt, nennen wir sie L, ganz egal. So, was ist die Erkenntnis? Die Erkenntnis ist dieses Mal, dass dieser Winkel Alpha genauso groß ist wie dieser Winkel Alpha oder Alpha Strich. Das sieht man ja auch, ne? Das ist eigentlich genau die Erkenntnis, die wir am Anfang hatten. Und dieser Winkel ist dann genauso groß wie dieser und dieser hier genauso groß wie dieser, dieser oder dieser. Ergibt sich, ne? Genauso wie dieser hier und dieser jeweils Alpha sind. Das ist praktisch die Kombination aus dem, was wir vorher hatten. So, und jetzt habt ihr eigentlich alles gesehen. Ihr wisst jetzt, was ein Nebenwinkel ist, ihr wisst, was ein Scheitelwinkel ist, ihr wisst, was ein Stufenwinkel ist, und zum Schluss habt ihr den Wechselwinkel gesehen. Und das ist halt total praktisch, weil man viel weniger messen muss, wenn man weiß, ein halber sind 180 und ein ganzer Kreis sind 360, dann kann man sich viele, viele Dinge eben einfach sparen, und das spart gerade in seiner Arbeit einfach ganz, ganz viel Zeit. Und die Begriffe, naja, die muss man halt mal gelernt haben. Okay, das war's. So, das Video ist zu Ende, und wenn es gut gelaufen ist, dann hast du was gelernt. Und wenn du was gelernt hast, dann freut mich das und dich hoffentlich auch. Und wenn das so ist, dann lass mir doch ein Gefällt mir da. Da freue ich mich drüber, dann weiß ich, dass das Video gut ankommt. Und wenn es dir richtig gut gefällt, dann darfst du meinen Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Auch das freut mich natürlich sehr. Und dann kannst du Teil von Team Schmidt, unserer Community hier werden. Und das ist hier wirklich richtig toll auf dem Kanal. Hier haben wir nämlich ganz wenig Knallköpfe und dafür ganz viele tolle, nette Kommentatoren, wo das Diskutieren auch richtig Spaß macht. Aber das sieht man ja auch unter den Kommentaren, beziehungsweise in den Kommentaren unter den Videos. Das wollte ich meinen. So, und wenn du mehr Hilfe brauchst, dann findest du alles schön ordentlich sortiert auf meiner Homepage www.lehrer-schmidt.de. Okay, so, das soll's von mir gewesen sein. Okay, das war's.